Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Ein neuer Erstbesuch steht an und zwar sind wir heute im Plops Aqua in Depan. Da drüben ist Plopsaland Depan. Und was wir jetzt alles erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Oh, ganz kurz zur Orientierung. Also hier ist jetzt das Plops Aqua. Da drüben ist das Plopsa Village, da sind wir nämlich mit unserem Mietfahrzeug von Freeway Camper und haben da ein bisschen gecampt. Da drüben ist das Plopsa Land, da waren wir die letzten 2 Tage, gibt es auch separate Videos, schaut da gerne mal vorbei. Dann seht ihr uns auch noch beim Achterbahnfahren, ist ein sehr toller Park und jetzt schauen wir mal, was das Schwimmbad, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder Erlebnisbad hier noch zu bieten hat. Und ab an den Eingang. Oh, wir haben uns vor dem Eingang hier versammelt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier mit unserer Plopsa Funcard am Start. Daher bezahlen wir nur 50% Eintritt. Und genau, am besten schaut da im Internet immer nach den aktuellen Preisen. Hier, wie gesagt, wunderbar, gibt es 50%, ne? Von daher bietet sich das auf alle Fälle an. Ja, und die Öffnungszeiten hier, die sind auch richtig gut. Ist von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Das heißt, man kann vor dem Park oder auch nach dem Park hier noch entsprechend eine Runde schwimmen. Ist nicht sonderlich groß, von daher denke ich, dass wir so in 2-3 Stunden auf alle Fälle durch sind. Und ja, jetzt geht's rein, ab ins Wasser. Ab ins Wikingerland. Oh, Tickets haben wir gekauft und rein geht's. So, hier gibt's dann Jetons. Das Ganze kostet 5 Euro und 2 Euro kriegt er zurück. Sind dann für die Schränke, für die Umkleideschränke. Oh, wir gehen in die Umkleidekabine. Was heißt das, Mama? Umziehen, Kamera aus. Genau. Oh, und das mit den Jetons habe ich euch ja gezeigt. Wir sind Familie ausgefuchst. Wir waren ja auch letztes Jahr im Plops Aqua Hanut Landen. Schaut da gerne mal aufs i, dann seht ihr das da. Da könnt ihr dann mit Biene Maya schwimmen. Hier ja mit Vicky. Und da haben wir einfach den Jeton aufgehoben, weil 5 Euro zahlt er, wie gesagt, 2 Euro kriegt er zurück. Und so kann man den jetzt nochmal nutzen. Jetzt passt die Münze, das werden wir jetzt gleich sehen, aber warum eigentlich nicht, ne? Soll ich ein bisschen zusammenlegen? Ja, passt. Ja, yay. Ausgefuchst, wieder 3 Euro gespart. Das ist total bescheiden. Ganz, ganz viele von den Bändern sind abgerissen. Und genau so ging es uns auch. Wir haben jetzt nicht drauf geachtet, alles eingeräumt gesehen, es war abgerissen und mussten alles jetzt nochmal umräumen. Also das sollte man ausbessern. Hier gibt es dann auch so eine Trockenkabine, wie man es im Freizeitpark kennt. 4 Euro kostet das Ganze. Hier sind die Duschen. Okay. Und da geht's nach dem Duschen gleich rein. Kurzer Abstecher zu den Männertoiletten. Auch die sind sauber und ja doch im typischen Plopsa-Style. Wow! Drüben ist dann noch ein Restaurant.
Spielebereich gibt es eine Walrutsche, ein paar Wasserenden, wo man sich draufsetzen kann zum Fernsehschauen. Und die Grotte, die ist eigentlich auch richtig cool. Es ist noch gar nichts los. Jetzt ein Wasserspieleplatz. Da gehen wir jetzt als erstes hin. Auf geht's! Wow! Also hier wird es auf jeden Fall nass. Oh, und schon kommt es runter. Oh, hey, hey, hey. Aha. Sehen wir das Ganze mal von oben. Was ist? Du darfst nicht. Was? Du darfst nicht? Ah, okay. Und viel Spaß beim Rutschen. Oh, hat man auch noch nicht. Also über 1,40 darf man die gar nicht rutschen. Naja, dann ziehen sie euch der Elias nachher bestimmt. Ich gebe dir dann die Kamera, okay? So, die Rutsche darf ich nicht rutschen, die filmt der Elias für euch. Noch, ja. Weil da gibt es nämlich noch eine, auf die dürfen Mama und Papa nicht rutschen. Darf man jetzt, ja, okay. Wow!
und das ist jetzt der Plan vom Schwimmbad. So, also den Wasserspielplatz haben wir erkundet. Die Rutschen sind nichts für Erwachsene, weil die sind nur bis 1,40. Aber die gelbe Rutsche, die macht richtig Spaß. Außer diesem Wasserspieleplatz, nenne ich es jetzt mal, gibt es noch drei weitere Rutschen. Die sind da hinten, da gehen wir dann nachher hin. Dann gibt es noch einen Wild Rover, der ist da drüben. Und ein Schwimm- bzw. Wellenbecken. Schwimmbecken ist da drüben, Wellenbecken ist da. Und da ist jetzt auch gleich Welle und Sturm. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. So, da beginnt jetzt gleich ein Wellenbad. Also rein. Ja. Oh Gott. Mama? Aber wenn es gewittert, muss man doch aus dem Wasser raus, oder? Normal. Ja? Komisch. Ein Schwimmerbecken ist auch am Start. Kann man dann seine Bahnen drehen. Hier sind die ganze Bahnschwimmer. Da vorne kann man stehen. Gott ist an, wir gehen auf den Wild River. Immer ein bisschen komisch mit Brustgurt. Naja. Safety first. Oh ja, cool. Hier darf der Elias den Wild River. Also auf geht's. Ab in Wild River. Einmal links, jetzt nehmen wir links. Woo!
So, neben dem Kinderschwimmbereich hier gibt es noch eine Sauna. So wie er sie halt kennt, ne? Da filme ich nicht rein jetzt im Detail, da sind Leute drin, aber so eine typische Sauna. Und da gibt es noch einen Außenschwimmbereich. Also Abmarsch in den Außenschwimmbereich. Hui. Oh, hallo. Hi, Papa. Ich habe immer noch den Brustgurt an. Schwimmen mit Brustgurt ist irgendwie komisch. Frauen haben das ja immer an mit ihrem Bikini und so, ne? Ja, Elias? Da bin ich runtergeschwommen. Da bist du drunter geschwommen? Mhm. Cool. Mhm. Ja, tatsächlich. Das Hotel, oder? Das wird das Hotel sein, ja. Naja, und da ist wahrscheinlich schon, naja, da ist schon der Pike. Ja. Also wir sind jetzt im Außenbereich. Da ist schon der Pike, ne? Ja. Cool, cool. Blubber. Drinnen sind, glaube ich, auch noch zwei Whirlpools, gell? Aber da sitzen immer Leute drin, deshalb filme ich da nicht rein. Vielleicht nachher nochmal schauen. Aber ihr kennt ja typische Whirlpools, oder? So, Wild River da drüben ist erledigt. Jetzt geht's noch auf den Disco River und auf den Schlauchboot River. Keine Ahnung, wie der heißt. Also die Rutsche und dann gibt's noch eine Falltürrutsche. Wie auch in der Karibik. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf traue. Mal schauen. Oh, wir fangen an mit der Disco Slide. Disco Slide. Disco Slide. Und los geht's. Ja, die Rotphasen, die sind hier immer sehr, sehr lang. Derzeit könnten 5 Leute rutschen, aber Safety First heißt es hier wohl. Ne? Ja, da unten geht schon die Disco ab. So, hier kann man jetzt noch Musik wählen. Ich nehme dann die Biene Maya. Ne, ich nehme The Weeknd. Immer noch rot. So, grün und The Weeknd. Also The Weeknd hört man nicht. Biene Maya hat man vorhin gehört und die Lichter haben vorhin auch geflackert. Ich glaube auch nicht, dass es im Sinne des Erfinders ist, dass der da rumtümpelt, aber... So, also ich habe schon mal einen Einzelreifen. Mama und Elias warten auf den Doppelten. So, wir haben Reifen, also bei der Disco Slide war wirklich der Abschluss irgendwie richtig cool, da kam so eine kleine Rampe, ihr habt es ja gesehen, also das war mega. Ne? Musik ging leider wieder nicht, The Weeknd mag mich nicht, es ging schon im anderen Bad nicht, naja. Jetzt heißt es Reifen nach oben tragen und dann probieren wir mal die Reifenrutsche. Oh, wir sind am Ziel, gleich sind wir dran. Freut ihr euch schon? Ja! Wobei bei dem anderen war da schon Einstieg. Die haben das extra so gemacht. Weißt du, kriegen wir das hin? Zweit. Überhaupt. Wir kommen hinterher. Ja. Okay. Wir kommen kurz drauf hinterher. Oder wir kommen, wenn es gut ist, oder? Ja, wie ihr wollt. So könnt ihr es machen. So. Rückwärts. Juhu. Oh, ich will mich gerne wieder drehen. Ui. So ist besser. Juhu.
wirklich noch auf die Klappenrutsche. Da ist Filmen aber nicht erlaubt. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das Ganze von innen aussieht, von der Klappenrutsche, dann schaut ihr mal das Karibik-Video an von Aruba. Verlinke ich euch, da hat man nämlich auch eine Klappenrutsche am Start. Und ich bin schon ganz außer Puste und habe auch ein bisschen Angst. Naja, gleich sind wir oben. Wieder am Start. Wir hätten sogar unseren Refill-Becher wieder dabei, aber den benutzen wir nicht, weil wir heute kein Slushy nehmen, aber auch Slushy gibt es hier im Refill-Becher. So, da die Preise vom Slushy. Dann gibt es wieder Crepe mit Nutella, 2 Stück, 8,50. Waffeln. So, und die Snacks. Oh, wir haben bestellt. Also eine Kidsbox. Seht ihr dann nachher noch mit allerlei Beigezeug. Hat 6,99 € gekostet. Ja, ja. 8,99 €. Dann haben wir das Fleischkrokettmenü für 13,99 €. Da war da noch ein Getränk und ein Donut dabei. Fleischkrokette und Pommes. Und eine separate Frikandel, 2,99 €. Insgesamt 26,47 €. Und eine kleine lustige Geschichte. Hab da schon mal versucht, die Bankkarte andersrum reinzustecken ins Gerät. Dann geht sie nicht, ist mir gerade nämlich passiert. Ich habe schon gedacht, wir haben zu viel geshoppt die Tage, aber dann lag es nicht. Ich habe sie einfach nur falsch reingesteckt. Jetzt heißt es warten aufs Essen, es geht ein paar Minütchen. Aber wir haben auch gerade kurz vor 12, von daher ist es ja völlig normal. So, Essen geht zum Tisch. Oh, sieht ja lecker aus. So, Essen, guten Appetit. Sag mal, was war im Kids-Menü? Ein Malblätter-Ausweitbilder mit Stifte und Sticker. Genau. So, in der Kids war da nicht noch was nochmal zum Nachtisch dabei? Nee. Doch, ein Quetschi. Ah. Genau, also Pommes waren dabei und Nuggets, Safttüte. Das Malbuch und nochmal ein Quetschi, das fehlt aber. Ich frag mal schnell nach. Oh, und auf Nachfrage gab es dann noch das Nestle Fruitmus. Das ist jetzt die Fleischkrokette. Und das ist die Frikante. So, guten Appetit. Guten Appetit. Es geht schmecken. Ja, cool. Fleischkrokette. Ja? Bisschen, zeig mal. Bisschen wie Fischstäbchen, nur aus Fleisch. Einen guten Appetit. Probier ich mal. Ja, muss man mögen. Schmeckt ein bisschen wie Kartoffelbrei, nur mit Fleisch. Hier wird auch Werbung gemacht zum Besuch des Holiday Parks. Dreh's mal um, wie geht's weiter? Dann gibt es hier Plopsa Po, Plopsa de Pan, waren wir ja schon überall. Einmal weiter, Holiday Park, nochmal weiter. So, da haben wir noch Plopsa Indoor, zweimal. Da waren wir tatsächlich noch nicht, das fehlt uns noch.
Dann sind wir einmal durch. Jetzt sind der Nachtisch vorbereitet und in drei Teile geteilt. So, Donuts. Sind die von Dunkin? Leider nicht. Aber sind sie trotzdem lecker? Ja. Wir haben lecker gegessen, sind jetzt mit allem durch. Wir haben ja noch eine weite Heimfahrt von 6 Stunden, von daher gehen wir jetzt auch. Wir gehen uns jetzt umziehen und sehen uns dann gleich draußen wieder zum Feedback hier von diesem Wasserpark. Also, bis gleich. So, und hier könntet ihr jetzt euren Jeton wieder abgeben. Irgendwo da, glaube ich, und kriegt dann 2 Euro zurück. Wir behalten unseren Jeton einfach das nächste Mal, weil wir kommen bestimmt mal wieder und dann sparen wir uns unterm Strich 3 Euro ein. Ne? Kann man doch machen. So, Haare föhnen. Bringt es überhaupt was? Oh, minimal. Parken würde hier 15 Euro kosten. Wir haben ja die Funcard mit Parken, daher parken wir auch hier umsonst zum Glück. Ja, ansonsten hätten wir jetzt 15 Euro noch mal rein fürs Parken bezahlt. Das ist schon fast Abzocke hier. Überraschung, eben noch am Schwimmen bzw. am Nachhausefahren bin ich auch schon im Büro zu Hause angekommen. Okay, hat ein bisschen länger gedauert, aber ich bin jetzt gerade in der Videobearbeitung mit dran und wir haben kein Fazit aufgenommen vom heutigen Tag im Plops Aqua de Pan. Es war doch noch ein bisschen eine längere Heimfahrt von 6 Stunden und wir wollten schnell und gut und zügig und mit wenig Verkehr nach Hause fahren. Von daher habt ihr jetzt in diesem Video ja gesehen, wie feuchtfröhlich es sozusagen war im Plops Aqua de Pan. Und wir haben uns entschieden, ein separates und auch ausführliches Fazitvideo dann nochmal zu machen. Da machen wir dann nochmal so ein kurzes Fazit und ein Feedback zum Plops Aqua, zum Plopsa Land de Pan und zum Plopsa Village, ne? Also wenn man so möchte, zu dem kompletten Komplex, ne? Und es wird auf kurz oder lang im Kanal online gehen, von daher dürft ihr euch da schon mal drauf freuen. Und ja, das einfach nur so viel dazu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns tierisch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr wollt, klickt ihr auch gerne die Glocke, dass ihr dann nichts mehr von unserer Freizeit beim Schwimmen, im Freizeitpark, beim Camping oder auch auf der Kreuzfahrt verpasst. Es war auf jeden Fall ein schöner Tag im Plopsa Land de Pan und mit diesen tollen Erinnerungen im Hinterkopf und den Eindrücken, die ihr jetzt bekommen habt in dem Video, denkt ihr bitte wie immer daran, die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis dahin. Euer Simon.